Caro gegen Christoph. Der Zufallsgenerator entscheidet. Gib mal her. Stopp. Buchstabe K. Kawa Ijen, ein aktiver Vulkan. Aufgabe: Steche an einem Tag Schwefel für 50.000 Streichhölzer. 50.000 Streichhölzer sind sehr, sehr viele. Das Wort, an dem ich hier aber gerade hängen bleibe, ist Schwefel. Weil ich weiß, dass Schwefel höllisch stinkt. Nicht nur das. Christophs Arbeitsplatz hat den Spitznamen Tor zur Hölle. Den Schwefel findet er in einem Vulkankrater. Die Arbeiter stechen ihn von Hand inmitten von giftig gelben Wolken und schleppen ihn dann kiloweise aus dem Krater. Auf geht's nach Indonesien. Oh Gott. Nicht verzweifeln, Haru hat's nicht leichter. Er fliegt auf die griechische Insel Kalymnos. Er tauche 5 Schwämme in 6 Stunden. Ist das nicht gefährlich? Ja, ist es. Eine professionelle Tauchausrüstung mit Sauerstoffflaschen gibt's nicht. Nur ein einfacher Plastikschlauch verbindet Boot mit Taucher und versorgt ihn mit Sauerstoff. Um Schwämme zu finden, geht's 70 Meter in die Tiefe. Ich kann dir sagen, es war das ungesündeste, wahrscheinlich sogar das gefährlichste, was ich je gemacht habe. Und ich habe viele Verbrennungen gesehen. Verbrennungen? Echt jetzt? Mhm. Also und ich hätte genug Wasser gehabt, um diese Verbrennung zu löschen. Ich bin total gespannt. Los geht's. Christophs Challenge führt ihn auf die indonesische Insel East Java. In das Bergdorf Banyuwangi am Fuße des Vulkan Ijen. Hier ist Christoph mit Schwefelstecher Bagio verabredet. Er arbeitet seit 10 Jahren täglich im Vulkankrater. Hello. Hallo. Hello. Schön, dich zu treffen. Ich bin Christoph. Ich bin Bagio. Willkommen am Höllenkrater. Danke. Bevor sich Christoph in den Krater wagt, möchte er von Bagio mehr über den Job erfahren. Ich schaue halt die ganze Zeit auf seinen linken Arm, der sehr vernarbt aussieht. Wo ist das passiert? Meine Arme sind durch flüssigen Schwefel verbrannt. Das sind die Risiken meines Berufs. Heiße Wolken, spritzender Schwefel, das passiert leider oft. Das macht mich jetzt gerade sehr, sehr nervös. Mariama, wie findest du es? Jeden Tag bin ich etwas ängstlich und froh, wenn er abends nach Hause kommt. Trotzdem einer der besten Jobs, mit dem Bagio seiner Familie ein gutes Leben bieten kann. Er bringt 70 Kilo Schwefel vom Gipfel, Christophs Anfängergewicht 50 Kilo. Hier zählt es später. Hier sehen wir, ob du deine 50 Kilo mit nach unten bringst. Okay, alles klar. Da findet später die Stunde der Wahrheit statt. Bevor unser Reporter loslegen kann, geht's 2 Stunden bergauf. Jeden Schritt, den er jetzt macht, muss er später auch zurück. Die Steigung war so. Und du bist da in 0,6, um 8.30 Uhr, 9 Uhr, bist du da bei 30 Grad, hoher Luftfeuchtigkeit. Aber komm, schau doch, das ist doch total schön, dieser Weg. Toll, dass du das nochmal sagst. Ich wünschte, ich hätte das genießen können in dem Moment. Der Ausblick atemberaubend, der Gipfel atemraubend und auch der Schwefel atemberaubend. Und da geht's gleich rein? Da muss ich hin? Da muss ich hin, ja. Ist das eigentlich euer Ernst? Während Christoph seinem Arbeitsplatz näher kommt, reisen wir mit Haru nach Griechenland. Das Schwammtauchen hat hier eine lange Tradition. Pantelis hat schon als Kind mit seinem Papa nach Schwämmen getaucht. Hey! Pantelis hat das Familienunternehmen übernommen und kann mit dem Geld seine Familie ernähren. Um viele Schwämme zu finden, ist er oft monatelang auf dem Meer unterwegs. Und lebt auf seinem Boot. Woher weißt du, wo du Schwämme findest? Ich mache den Job seit 30 Jahren. Ich weiß einfach, wo Schwämme sind. Wir tauchen nicht in unbekannten Gewässern. Die Schwämme wachsen auf dem Meeresboden, heißt tief tauchen. Und das ist nicht ungefährlich. Fast jeder Schwammtaucher hatte schon einen schlimmen Unfall in seinem Leben. Ich habe eine Beinlähmung, seit ich sehr tief auf hoher See nach Schwämmen tauchte und es beim Auftauchen einen Unfall gab. Ich gebe zu, um an Schwämme zu kommen, halten wir uns nicht immer an die Regeln. Das Sammeln geht vor.
Bei einem Tauchgang vor 20 Jahren wurde Pantelis zu schnell aus der Tiefe gerissen. Der notwendige Druckausgleich fehlte. Seitdem ist er halbseitig gelähmt. Humor hat er jedenfalls. Warum lachst du? Dein Name bedeutet auf Griechisch Tod. Und du solltest noch etwas wissen. Die Bucht, in der wir tauchen, heißt die Bucht der Ertrunkenen. Schöner Galgenhumor. Okay, das schöner Name auch ganz nebenbei für die Jungs. Das macht Lust, oder? Ja, definitiv. Von Lachen ist Christoph weit entfernt. Er muss jetzt in den Vulkankrater steigen. Immerhin, gegen die ätzend stinkenden Wolken gibt's eine Atemschutzmaske und Handschuhe, damit er den warmen Schwefel anfassen kann. Mehr Schutzkleidung haben Baggio und seine Kollegen nicht. Good. We are a team, right? Yeah. We can do it. Yeah. Übrigens, der blau schimmernde See ist kein Badesee, sondern eine giftige Säurebrühe. pH-Wert 0,2. Direkt neben Christophs Arbeitsplatz. Und? Das sind alles Schwefelwolken. Ja, also es stinkt nach verfaulten Eiern. Ja. Das kennt man. Ja. Schwefelgeruch wie so... Ja, alleine das ist doch schon widerlich. Und bei jedem Einatmen, du musstest nicht mal in der Wolke stehen, hat es hier gebrannt. Also erstmal hier in den Nasenflügeln und sofort auch hier in der Lunge. Über eine Stunde geht's rein in den Krater. Christoph ist schon fertig, dabei kommt der schwerste Teil noch. Er muss 50 Kilogramm Schwefel stechen. Oh, scheiße, holy shit. Jetzt kommen wir der Sache nahe. Willkommen an meinem Arbeitsplatz. Viele sagen auch der Vorhof zur Hölle. Wenigstens ist es warm. Naja, eher heiß. 200 Grad hat der Dampf, also auch ziemlich gefährlich. Der Vulkan stößt Schwefelgas aus. An der Luft kondensiert das Gas, erstarrt und bekommt eine gelbe Farbe. Das ist echt brutal. Das ist flüssig. Das darfst du auf keinen Fall stechen. Die Spritzer verätzen deine Haut. Das ist unser Werkzeug. Ja. Der Schwefel hier ist fest. Unser wahres Gold. Oh, wow. Alter, okay. I see. Show me. Zeig mir das bitte erstmal. Man kann das anfassen? Ist das heiß? Nee, ist okay. Es ist, ja, okay. Wichtig, Christoph braucht die ausgehärtete gelbe Substanz. Nur die bringt am Ende Geld. Hier ist es sicher? Bist du dir sicher? Das dampft doch noch, das sehe ich doch. Hier? Ja. Das funktioniert erstmal gar nichts. Oder du musst an deiner Technik arbeiten. Oh, fuck. Alter, das ist dann doch ganz schön heiß, wenn der Dampf kommt. Alle Haare noch dran. Während Christoph um seine Haare bangt, ist Haro auf hoher See in einem Gebiet mit perfekten Schwammbedingungen angekommen. Normalerweise benutzen wir unsere Hände, um die Schwämme abzumachen. Wenn das zu schwierig ist, nehmen wir den Hammer. Und manchmal nehmen wir auch das Messer, um sie über der Wurzel abzuschneiden. Neben Hammer und Messer ist der Sauerstoffschlauch wichtig. Haro hat zwar Taucherfahrung, aber nicht mit diesem Equipment. Es sieht halt aus wie der Gartenschlauch von Oma Uli. Ja? Ist richtig, ich bestätige das. Der da irgendwie festgemacht wird und keine Ahnung, ja, hoffentlich hält er. Dieser Schlauch ist dann halt so lang, wie du tauchst. Oh Gott, das ist gruselig. Ab jetzt hat Haro 6 Stunden Zeit, 5 Schwämme zu finden. Pantelis zeigt ihm, wie es geht. Mit Haro ist er in eher niederen Meeresgebieten unterwegs, sodass es weniger gefährlich ist. Normalerweise taucht er viel tiefer. Noch sind die Schwämme schwarz. Am Hafen von Kalymnos werden sie in Wasser eingelegt und bekommen ihre helle Farbe. So lassen sie sich besser verkaufen. Rund 10 Euro kostet ein Schwamm in Deutschland. Da
Dann macht Haro sich auf die Suche. Gar nicht so einfach. Denn die Schwämme dürfen nicht zu klein sein. Sonst zählen sie nicht. Nach einer Stunde der erste Schwamm. Ja, ich hab einen. Ja, einen Schwamm. Vier weitere brauchst du noch und die Uhr tickt. Auch bei Christoph in Indonesien sieht es eher mau aus. Er hat noch kein Stück Schwefel gestochen. Was passiert hier? Man kann gar nicht auf alles gleichzeitig achten. Da ist irgendwas 500 Grad heiß, dann kommen hier Dämpfe raus. Dann musst du hier die Stiche noch richtig machen. Und weiß ich überhaupt nicht, kann ich das jetzt anfassen oder nicht? Leider gibt's kein Mitleid von uns. Der Schwefel, den Bagio und seine Kollegen hier abbauen, landet auf der ganzen Welt. Er wird zum Bleichen von Zucker verwendet und steckt in Dünger, Seife, Medikamenten, Batterien und eben Streichhölzern. Immerhin, nach einer Stunde endlich das erste Stück Schwefel. Und dann gleich ein großer und schwerer Brocken. Okay, komm jetzt. Da ist das warm. Das Ding ist einfach ein Vulkan, der noch rumort. Bist du bekloppt? Ja, das habe ich mich zwischendurch auch ein paar Mal gefragt. Das hier ist alles andere als ungefährlich. Das merkt Christoph am eigenen Leib. Was ist das Schlimmste, was hier unten passiert ist? Das Schlimmste, was mir passiert ist, mein Freund ist hier gestorben. Er ist nach oben geklettert, um dort Schwefel zu stechen. Dann hat er seine Maske verloren und durch den Nebel ist er abgestürzt. Das ist so absurd, das ist völlig unvorstellbar. Ich habe mehr Angst davor, dass meine Familie hungert, als dass ich sterbe. Deshalb arbeite ich hier. Okay, jetzt muss ich gleich heulen. Oh, wie krass, okay. Das Schwefeldioxid verätzt die Lungen. Oft leiden die Arbeiter an Husten und Atemnot. Ihre Lebenserwartung liegt 10 Jahre unter dem Landesdurchschnitt. Die meisten sterben mit 50. Trotzdem sichert der Job ihren Lebensunterhalt. Nicht schwächeln, ich mache das täglich. Pro Kilo Schwefel gibt's 1500 Rupia. Das sind etwa 10 Cent. Die Schwefelstecher verdienen doppelt so viel wie Reisbauern. Das sind umgerechnet 250 Euro pro Monat. Jetzt muss es in den Korb. Und dann gehen wir nach da oben. Ich bin ganz ehrlich, das sehe ich noch nicht. Ich klappe zusammen oder so. Weiß ich nicht. Oder rutsche einfach raus und dann lande ich mit dem giftigen See. Irgendwie sowas. Während Christoph ernsthaft zweifelt, hat Haro nach 1,5 Stunden gerade mal einen Schwamm. Gar nicht so einfach, denn Schwämme in Griechenland werden rar. Dafür sind unter anderem Umweltverschmutzung und Klimawandel verantwortlich. Das bekommt auch Haro zu spüren. An der Stelle gibt's nichts mehr zu finden. Deshalb gibt es eine Pause für die Crew. Pantelis erzählt, dass seine Familie seit Generationen nach Schwämmen taucht. Doch sein Bruder stirbt vor über 20 Jahren bei einem Tauchgang. Als der Unfall passiert ist, hast du da jemals daran gedacht, als Schwammtaucher aufzuhören? Ich habe nie auch nur eine Sekunde daran gedacht, aufzuhören. Doch ich hatte schon Angst, dass mir dasselbe passieren könnte wie meinem Bruder. Nach meinem Unfall sagten die Ärzte, dass ich nie wieder laufen oder gar tauchen kann. Ich konnte es nicht glauben und habe lange dafür gekämpft. Und ich habe es geschafft. Ich mache die Arbeit, die ich liebe. Freunde und Familie machen sich immer Sorgen, wenn er taucht. Aber er braucht das Geld. Haro hat erst einen Schwamm. Er hat nur noch 3,5 Stunden Zeit. Ich glaube, in die Richtung war ich noch nicht raus. Komm, dann lassen wir. Keine Zeit, jetzt noch mehr zu quatschen. Während Haro abtaucht und weiter nach Schwämmen sucht, muss Christoph mit den gelben Schwefelbrocken nach oben steigen. Das Problem? Er muss selbst abschätzen, wie viel 50 Kilo sind. Die Waage steht ja erst im Tal. Je mehr er mitnimmt, desto besser.
Oh Gott, Halleluja. Das wird nichts, Freunde. Das ist ja absurd. Nee, ich kann nicht eine Stufe damit gehen. Hatti. Vorsicht, Vorsicht. Hatti. Ja. Ich brech zusammen, wenn ich diesen einen Schritt hier mache. Ich schwör's euch. Wie soll denn das gehen? Ah! Okay, now. Okay. Ja. Ach so, ich verstehe. Kannst du es nicht hochnehmen, sag mal? Da war ich weit von entfernt, das auch nur irgendwie hochzukriegen. Wie so ein Bodybuilder da, wie so ein Hantelstämmer. Es bleibt nur eine Alternative, wieder auspacken. Ob das am Ende noch genug Schwefel für Christophs Challenge ist? Lächerlich, oder? Ja, jetzt werde ich auch noch ausgelacht. Schwefel auf die Schulter und los geht's. Wieder eine Stunde raus aus dem Krater. Mit jedem Schritt federt die Stange und drückt das Gewicht auf Christophs Schultern. Ich musste die ganze Zeit absetzen. Hey. Christoph, hier lang. Ach geil, ich war noch falsch gelaufen. Du machst dich damit fertig, wenn du den falschen Weg da irgendwie gehst. Du hast absolut recht. Ja. An dieser Stelle finde ich es gerade echt cool, dass ich ein bisschen getaucht bin. Ja, ich erkenne einfach die Parallele gerade. Wir haben beide reichlich mit Atemnot zu kämpfen. Ja. Baggio drängt, die Fabrik schließt, dann kann er keinen Schwefel mehr abgeben. Heißt, 3 Stunden Zeit für den Aufstieg zum Kraterrand und den Abstieg ins Tal. Das nimmt gar kein Ende. Komm, du schaffst es. Es wird bald dunkel. Ich mag es total gern, dass er noch gute Laune hat und dass er mich motivieren möchte, aber es kommt leider nicht mehr an. Du hast es fast geschafft. Das stimmt nicht. 2 Drittel sind vorbei. Das stimmt nicht. Das ist gelogen. Ich kann das noch nicht mal sehen, das Ende. Alle versuchen, Christoph zu motivieren. Es sind nur noch wenige Höhenmeter zum Gipfel. Aber vor allem das Ende ist steil. Wenn du es durchziehst, sind wir in 5 Minuten oben. Er macht es in 5 Minuten. Ich mach 5 Stunden. Tut mir leid. Gibt Christoph auf? Haro hat noch 1 Stunde Zeit und gerade mal einen Schwamm. Unter Wasser sieht alles gleich aus. Die Schwämme sind ja nicht so oben drauf. Die wachsen ja wirklich komplett rum um den Felsen. Immerhin findet Haro jetzt 2 weitere Schwämme. Bleibt weniger als 1 Stunde für 2 Schwämme. Meine Ausbeute. Bis jetzt. Boah. Der eine Schwamm ist ein bisschen klein, oder? Oh komm, jetzt mach nicht so was, bitte. Dann noch mal runter mit dir. Haro hat eine neue Taktik. Ich habe in diesen Schwamm gegriffen und dann so dran gerissen. Und irgendwann ging es dann halt manchmal auch nicht weiter und manchmal ging es halt ab. Manchmal helfen aber nur noch Hammer und Messer, um die Schwämme zu trennen. Nummer 4, wie lange ist noch? Endspurt für Haro. Noch 1 Schwamm bis zum Ziel. Christoph fasst neuen Mut. Er ist immer noch im Krater und weiß nicht, ob er genug Schwefel in seinem Korb hat. So, Endspurt. Jetzt will ich selber wissen. Ich will es jetzt wissen, Alter. Oh, keine Ausreden mehr. Es gibt Leute, die machen das jeden Tag. Da kann ich nicht heulen, weil ich das einmal machen muss hier. Das geht nicht. Das gibt's auf gar keinen Fall. Mit letzter Energie kämpft sich Christoph mit dem Schwefel aus dem Vulkan. Noch ist die Challenge aber nicht geschafft. Erst die Waage zählt. Alter! 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 Oh! Ich brech zusammen. Ah! Oh! Das gibt's nicht. Das darf ich nicht mehr sein. Ja. Jetzt einpacken. Ja. 1 Minute bitte. Der Kampf um den Sieg geht weiter.
Harro als Schwammtaucher gegen Christoph, den Schwefelträger. Wer ist am Ende Ihr Sieger der Herzen? Stimmen Sie ab. Christoph ist in Indonesien. Sein Ziel, 50 Kilo Schwefel für Streichhölzer stechen. Er hat es zwar aus dem giftigen Vulkankrater geschafft, aber die Waage, die zeigt, wie viel er dabei hat, steht im Tal. Mein kleines Säckchen hat da auch noch Platz. Alter, aber so leicht ist er gar nicht. Von Schwefelstecher Christoph schauen wir zu Schwammtaucher Harro. Der hat den richtigen Riecher. In den letzten 20 Minuten entdeckt er eine kleine Schwammkolonie. Insgesamt muss er in 6 Stunden 5 Schwämme finden. Und alle müssen groß sein. Ich bin total beeindruckt. Was ist denn das für ein Schlussspurt da gerade? Ich hab echt wahnsinniges Glück gehabt. Doch haben die Schwämme die richtige Qualität? Ja! Schau dich das an! Insgesamt hat Harro 11 Schwämme gefunden. 5 davon müssen den Vorstellungen von Profi-Schwammtaucher Pantelis entsprechen. Die kleinen Schwämme machen wir normalerweise nicht ab. Wir nehmen nur die großen. Denn in 1 bis 2 Jahren wachsen die kleinen Schwämme noch um ein gutes Stück. Ja! Bravo, bravo. Aufgabe gemeistert. Mit 7 Schwämmen hat sich Harro den Sieg mehr als verdient. Wie sieht es im entfernten Indonesien aus? Hat Christoph genug Schwefel aus dem Vulkankrater geholt? Sind es 50 Kilo? Nur 30 Kilo. Für mich war die eigentliche Challenge, das überhaupt zu schaffen. Fürs erste Mal großartig. 20 Kilo zu wenig. Einer hat es geschafft, einer nicht. Was sagen Sie zu Hause? Wer ist Ihr Favorit? Schwefelstecher Christoph oder Schwammtaucher Harro? Oh Gott, ich will ehrlich sein, ich freue mich ein ganz bisschen. Challenge nicht gewonnen. Nein, bitte freu dich laut. Wenigstens die Herzen haben gestimmt. Danke.